Commander, schön Sie zu sehen. Sie sind schon eine Weile bei der Zitadellsicherheit. Haben Sie schon viel miterlebt? Nun, nicht so viel wie Sie. Aber ich habe doch schon einige interessante Dinge gesehen. Das kann ich mir vorstellen. Gab es etwas Spezielles, das erwähnenswert wäre? Ich erinnere mich noch an diesen salarianischen Genetiker, gegen den ich ermittelte. Dieser Fall war ziemlich verstörend. Was ist passiert? Warum haben Sie gegen ihn ermittelt? Ich hatte die Aufgabe, den Schwarzmarkthandel auf der Zitadelle zu verfolgen. Der Großteil davon ist harmlos, nichts, was einer Untersuchung wert wäre. Aber im Verlauf meiner Nachforschungen fiel mir auf, dass der Handel mit Körperteilen zunehmend florierte, hauptsächlich mit Organen. In geringem Ausmaß ist das durchaus üblich, aber diese Häufigkeit war doch ungewöhnlich. Wir waren uns nicht sicher, ob es ein neues Schwarzmarktlabor gab oder ob ein Irrer Organe von Bürgern verkaufte. So etwas hat es auf der Zitadelle schon gegeben? Ab und zu verkaufen einige Labore überschüssige Teile auf dem Schwarzmarkt. Aber die sind nicht so schlimm wie die Psychos. Ich erinnere mich noch an diesen Elcor-Diplomaten, den wir in meinem ersten Amtsjahr schnappten. Er schlitzte Leute auf und verkaufte ihre Organe. Die ganze Station war in Panik. In diesem Fall war das nicht so offensichtlich. Es stellte sich heraus, dass mehr dahinter steckte, als wir ursprünglich dachten. Also ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie ein Elcor Leute aufschlitzen soll. Ich meine, die sind ja doch sehr behäbig und haben dicke Beine, die nicht wirklich zum Greifen geeignet sind. Wie soll das funktionieren? Also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Wie auch immer das ausgesehen haben soll. Keine Ahnung. Wie haben Sie herausgefunden, was wirklich vor sich ging? Zuerst fanden wir eine Probe und machten einen DNS-Test. Das Seltsame war, dass der uns zu einem Turianer führte, der noch am Leben und überzeugt davon war, nie eine Leber verloren zu haben. Nach einigen Nachforschungen fand ich heraus, dass dieser Turianer kurz für Dr. Salion, den Genetiker, gearbeitet hatte. Also ging ich in sein Labor, weil ich hoffte, dort Beweise für geklonte Organe zu finden. Aber da war nichts. Keine salarianischen Herzen, keine Turianerlebern, nicht mal ein Kroganerhoden. Sie machen Witze, oder? Was sollte denn jemand mit Kroganerhoden anfangen? Einige Kroganer glauben, dass Hodentransplantationen ihre Männlichkeit steigern. Sie wirken den Effekten des Genophage entgegen. Es nützt zwar nichts, was sie aber nicht davon abhält, sie trotzdem zu kaufen. Sie bezahlen bis zu 10.000 Credits pro Stück dafür. Das macht 40.000 für ein komplettes Set. Irgendjemand da draußen macht damit ein Vermögen. Ja, und wir sehen, die Kroganer, die haben 4 Hoden. Das Hodenquartett wird später auch nochmal erwähnt. Ich glaube, im zweiten Teil ist das, da wird es nochmal mit erwähnt, weil es da eine Asari gibt, die einen Kroganer Vater hat. Und die ist auch recht lustig, muss ich sagen. Gut. Was haben Sie wegen des Genetikers unternommen? Ich habe einige seiner Angestellten verhört. Ich wollte versuchen, sie zum Reden zu bringen. Während ich einen von ihnen befragte, stieß ich auf etwas Verdächtiges. Sie meinen bedroht. War das wirklich notwendig? Möglicherweise. Eher nicht. Es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Einer der Inhaftierten begann während der Befragung stark zu bluten. Wir wollten ihn verarzten, aber da drehte er durch. Er flippte völlig aus. Ich ordnete eine genaue Untersuchung an, um herauszufinden, was da vor sich geht. Unsere Mediziner fanden an seinem ganzen Körper zahlreiche Einschnitte. Einige waren noch nicht sehr alt. Das war der Durchbruch. Diese Leute waren nicht nur Dr. Salions Angestellte, sie waren seine Laborversuche. Umherlaufende, lebendige Laborversuche. Er ließ die Ersatzteile in diesen Leuten wachsen. Genau. Er klonte ihre Organe in ihrem eigenen Körper. Dann schnitt er sie heraus und verkaufte sie. Die meisten Opfer waren sehr arm. Er zahlte ihnen einen kleinen Anteil des Verkaufspreises, aber nur, wenn die Organe auch gut waren. Manchmal wuchs ein Organ nicht richtig, dann ließ er es einfach drin. Die meisten von ihnen waren völlig am Ende, aber nur innen, gut versteckt, sodass es niemand sehen konnte. Hoffentlich hat er bekommen, was er verdient hat. Das ist das Schlimmste daran. Wir haben ihn nie gefasst. Warum nicht? Was zum Teufel ist denn passiert? Er ist geflohen. Er sprengte sein Labor in die Luft und eilte mit einigen seiner Angestellten zum nächsten Raumdock. Als ich es herausgefunden hatte, war das Schiff bereits abgeflogen. Er drohte, seine Geiseln zu töten, wenn wir versuchen würden, ihn aufzuhalten. Aber Sie sind ihm doch gefolgt, oder? Ich befahl der Verteidigung der Zitadelle, ihn abzuschießen, aber das Hauptquartier der Zitadellsicherheit widerrief meinen Befehl. Sie machten sich Sorgen um die Geiseln. Sie waren besorgt wegen der zivilen Verluste, wenn das Schiff so nah an der Zitadelle abgeschossen würde.
Ich sagte ihnen, dass die Geiseln so oder so dem Tod geweiht wären. Er würde sie nur benutzen, um weitere Organe zu erschaffen. Aber sie wollten mir einfach nicht zuhören. Tja, man kann halt nicht jeden fassen. Nein. Aber dass er auf diese Weise entkommen konnte... Sie hätten dieses Schiff doch bloß lahmlegen müssen. Dann hätte er nicht mehr weggekonnt. Vielleicht sterben die Geiseln dabei, vielleicht aber auch nicht. Doch zumindest hätten wir den Bastard so aufhalten können. Ich kann beide Seiten irgendwie verstehen, aber was geschehen ist, ist geschehen. Sieht ganz so aus. Ich kann jetzt keine Zeit mehr damit vergeuden, darüber nachzudenken. Ich wünschte nur, ich hätte ihn aufhalten können. Das ist alles. Wissen Sie, was aus Dr. Saleon geworden ist? Ich habe ab und zu meine Fühler ausgestreckt und gehofft, etwas herauszufinden. Vor einer Weile glaubte ich, ihn gefunden zu haben. Er hatte ein anderes Schiff und seinen Namen in Dr. Hart geändert, was er wohl sehr witzig findet. Ich erzählte es dem Militär, aber sie waren nicht davon überzeugt, dass er es wirklich ist. Ich habe die Transponderfrequenz seines neuen Schiffs, aber niemand will sich der Sache annehmen. Ich überprüfe die Koordinaten, sobald ich dazu komme. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Aber Commander, nehmen Sie mich mit, wenn Sie losfliegen. Wenn es wirklich Saleon ist, will ich dabei sein, wenn Sie ihn finden. Gut, haben wir noch einen Auftrag von Garrus gekriegt. War schon eine seltsame Geschichte, die er da erzählt hat. Das mit den Geiseln erinnert mich so ein bisschen an Bring Down the Sky, als wir da auch entscheiden mussten, ob wir den Typen töten oder die Geiseln. Brauchen Sie Vorräte? Auch wenn es sehr gern anders war in dem Fall. So, während ich hier nochmal gucke, da werden wir feststellen, dass es nichts Neues gibt, was wir jetzt besonders kaufen können. Außer, ich glaube, eine Krogana-Rüstung oder irgendwas kaufe ich, glaube ich. Oder? Nee, ich glaube, ich kaufe nichts. Genau. Genau, das ist eine mittelschwere Rüstung, die ist natürlich schlechter als das, was wir jetzt tragen. Kann ich nochmal kurz erzählen zu Pinnacle Station, was ich vorhin sagen wollte. Also, einerseits ist es halt wirklich nur, es ist kein richtiges Story-DLC, sondern ist nur halt auf Arena-Kämpfe basierend. Und andererseits gibt es das auch gar nicht mehr zu kaufen. Das wurde komplett aus dem Shop rausgenommen. Böse Zungen sagen und munkeln, dass man sich dafür schämt, dieses DLC rausgebracht zu haben, weil es das Schlechteste sein soll, was jemals zu Mass Effect rausgebracht wurde. Deswegen spielen wir das natürlich auch nicht. Ich habe ein bisschen geguckt, ob ich es vielleicht doch finden kann, dass wir das mal anzocken können. Aber das gibt es wirklich gar nicht mehr. Die einzige Möglichkeit ist, wenn man die Mass Effect Trilogie kauft, gibt es ja direkt als Pack zu kaufen. Da ist es dann mit integriert. Ansonsten gibt es das nicht mehr. Und da ich die Spiele damals einzeln geholt habe, die ersten beiden bei Steam, das letzte dann direkt als Einzelspiel wirklich mit CD mal wieder, haben wir das eben nicht zur Verfügung. Ansonsten werden wir aber eigentlich alle DLCs, soweit ich das weiß, mitnehmen. Nur dieses Pinnacle Station fehlt halt und damit, so wie ich das gelesen habe, erleben wir aber auch keinen allzu großen Verlust. Das ist dann eben so. So, jetzt nochmal fix zu Tali und mal schauen, ob es hier irgendwas Shepard, Neues gibt. Gut, dass Sie hier sind. Schön, Sie wieder lächeln zu sehen. Gewissermaßen. Ich schlafe jetzt viel besser. Ich habe mich wohl an die Stille auf diesem Schiff gewöhnt. Aber ich denke immer noch viel an meine Pilgerreise. Ich weiß, dass Saren höchste Priorität hat. Ich hatte nur gehofft, auf einer der vielen Welten, die wir aufgesucht haben, etwas zu finden, das ich zurück zur Flottille bringen kann. Was hoffen Sie denn zu finden? Normalerweise bringen die meisten ein ausgedientes Schiff mit, das wir als Ersatzteillager nutzen. Aber ich brauche etwas Besseres. Man erwartet viel von mir. Warum erwartet man so viel von Ihnen? Es hat mit meinem Vater zu tun. Er ist ein hohes Mitglied des Admiralitätsrates. Er ist einer von nur 5 Leuten, die Entschlüsse des Konzils zum Wohl der Migrantenflotte überstimmen können. Mein Vater ist verantwortlich für das Leben von 17 Millionen Leuten, für unser ganzes Volk. Und ich bin sein einziges Kind. Dann sind Sie so etwas wie eine quarianische Thronfolgerin. Nein, so funktioniert das nicht. Die Position meines Vaters ist nicht vererbbar. Ich persönlich werde wohl niemals im Admiralitätsrat sitzen. Offiziell bin ich eine gewöhnliche Bürgerin wie alle anderen. Aber in der Praxis sieht das anders aus. Aufgrund meines Vaters haben mich die Leute immer anders behandelt. Sie müssen viele Privilegien genießen. In meiner Kindheit hatte ich es wohl leichter als die meisten anderen. Aber es gibt auch Nachteile. Leute wie mein Vater haben viele Feinde. Und sie zögern nicht, mich zu nutzen, um ihm zu schaden. Das muss schwer für sie sein. Mein Volk legt hohen Wert auf die Familie und die Herkunft. Es gibt die unausgesprochene Erwartung, dass ich in seine Fußstapfen trete. Alle erwarten von mir, dass ich etwas ganz Besonderes von meiner Pilgerreise mitbringe.
Etwas, das unser Leben positiv und dauerhaft verändern wird. Wenn ich es nicht schaffe, gelte ich als Versagerin. Und das hätte unangenehme Folgen für mich und meinen Vater. Ihre Arbeit hier ist wichtiger als alles, was andere Quarianer jemals getan haben. Ja, ich weiß. Aber die quarianische Kultur ist nicht einfach zu verstehen. Wir sind eine sehr isolierte Gesellschaft. Ereignisse, die nicht unmittelbar unsere Flottille betreffen, sind den normalen Bürgern egal. Unser größter Traum ist, eines Tages nach Hause zurückzukehren und die Geth zu vertreiben. Aber selbst wenn wir Saren aufhalten, wird das nicht geschehen. Hinter dem Nebel gibt es noch Millionen von Geth. Und solange sie noch dort sind, müssen wir im Exil leben. Was zum Beispiel könnten Sie denn mitbringen, um alle glücklich zu machen? Etwas, was uns helfen kann, die Geth besser zu verstehen. Seit unserer Flucht haben sie sich deutlich verändert. Sie scheinen sich zu entwickeln. Wir haben sie gründlich studiert, aber es ist nicht einfach. Sie sind sehr scheu. Noch bis vor kurzem haben sie den Nebel niemals verlassen. Und alle Geth, denen wir jetzt begegnet sind, stehen unter Sarens Kontrolle. Wir müssen Geth finden, die eigenständig agieren, unabhängig. Aber ich will damit nicht unsere Mission behindern, Shepard. Erst müssen wir Saren aufhalten. Dann werde ich mich um meine anderen Probleme kümmern. Okay, damit haben wir auch noch ein bisschen was über die quarianische Kultur erfahren. Bis dann. Hier von Tali, ansonsten leider nicht so viel mehr. Ich muss sagen, die Quarianer erinnern mich immer sehr an das jüdische Volk. Einerseits, weil sie Nomaden sind, die Juden haben auch einen nomadischen Ursprung, das erinnert mich einerseits so ein bisschen immer daran. Andererseits aber auch, weil die Kultur ziemlich auf Isolation ausgerichtet ist. Und also ich will keinem Juden zu nahe treten, falls ihr irgendein Jude zuschaut, der das anders sieht, tut mir wirklich leid. Kann mich auch gern in den Kommentaren da berichtigen, warum hängt's denn oder sowas. Aber mir erscheint die jüdische Kultur immer sehr auf Isolation ausgerichtet von den Überlieferungen und den Traditionen her. Gut, schauen wir auf die Karte. Und danach machen wir Schluss. So, die Karte, klickst du sie noch an? Ich weiß es nicht, irgendwann. Eigentlich will ich bloß zeigen, was die nächsten Ziele sind, aber wir werden gleich noch sehen, da kommt noch was rein, was wir vorher noch nicht hatten. Ist eben manchmal so, wenn man irgendwas anklickt, kommt irgendwas Unerwartetes. Naja, das ist dann halt so. Okay, ich weiß nicht, was ich hier so lange getrieben habe an der Stelle. Aber wahrscheinlich habe ich schon mal so eine Vorrede zum Abschluss der Folge gehalten, weil ich eben auch dachte, dass es dann direkt vorbei ist und dass ich bloß nochmal kurz die Ziele auf der Karte zeige. Beim nächsten Mal steht dann eben noch Pharos an und das, was wir jetzt gleich noch sehen werden, sobald ich dann nochmal auf die Karte klicke, was dann demnächst mal passieren könnte. Jetzt so langsam? Vielleicht? Vergangenheitsrutra? Hattest du einen Schlaganfall an dieser Stelle? Was ist passiert? Gut, schauen wir noch ein bisschen die Galaxis an. Warum nicht? Ich habe keine Ahnung, was ich da zu lange gequatscht habe. Aber ich quassel halt viel rum und manchmal ist es dann eben so. Da steht man stundenlang an einer Stelle und erzählt und es geht nichts vorwärts, ne? Wie das halt manchmal so ist. Gut, jetzt darfst du aber langsam mal die Karte anklicken, würde ich sagen. Na, komm schon. Komm schon. Okay, also wir müssen dann beim nächsten Mal schauen, dass wir die Hauptaufträge erledigt kriegen. Vielleicht werde ich abseits der Aufnahme dann jetzt auch nochmal eine kleine Runde über einige Cluster drehen und es dann wieder so zusammenschneiden, wie ich es vorher gemacht habe. Erzähle ich das mal ein bisschen an der Stelle, solange ich hier noch einfach rumstehe. Und dann haben wir beim nächsten Mal wieder ein bisschen was abgearbeitet und vielleicht auch ein paar Nebenaufträge, die dabei mitgefallen sind, dann werde ich das wieder zusammenschneiden. Oh, es tut sich was, ist ja Wahnsinn. Gut, und dann werden wir jetzt wohl mal hoffentlich gleich auf die Karte klicken und dann noch sehen, was sich hier tut. Gutes Timing, Commander. Genau. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Ist sie vom Botschafter? Das ist nicht seine Signatur. Ich denke, sie kommt vom Rat. Ich übertrage sie an den Kommunikationsraum. Gut, eine Ratsübertragung. Wir haben ja zum Glück nicht vorhin erst mit dem Rat gesprochen, aber gut, was soll's. Sprechen wir halt nochmal mit ihm. Commander Shepard. Wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Was für Informationen? Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Sie meinen Spione? Spectres lenken viel Aufmerksamkeit auf sich, Commander. Aber sie sind nur ein Teil unserer Abwehrmechanismen.
Oft sind die Sondereinheiten die bessere Option bei der Beurteilung von besonderen Situationen. Naja, war kein Vorwurf. Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Welche Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen sie diese Sache näher untersuchen. Finden Sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. Ich kümmere mich darum. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten Ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden Sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Gut, haben wir also noch einen neuen Auftrag bekommen. Würmeier kommt noch dazu als neues Ziel, als neue Objektive, als neue Perspektive, die wir hier noch angehen können. Wir haben noch 2 Punkte auszugeben, ein Level Up. Gut. Übrigens glaube ich auch, dass das Schmeicheln sich noch erhöht, sobald wir hier das vorbildlich erhöht haben. Warum zeige ich jetzt gerade mit der Maus darauf hier auf meinem Video? Ich weiß es nicht. Ihr seht das ja sowieso nicht, weil ich nicht im Spiel drin bin. Gut. Und dann werden wir beim nächsten Mal eben noch Pharos machen und danach Würmeier. Wie gesagt, werde ich aber wahrscheinlicherweise dazwischen jetzt nochmal ein paar Planeten abklappern und da wird vielleicht auch der ein oder andere Nebenauftrag mitfallen, den wir noch auf der Agenda haben. Das werde ich dann wieder so ein bisschen zusammenschnipseln. Für diese Aufnahme war es das aber erstmal. Jetzt schauen wir nochmal kurz auf die Galaxis, da werden wir dann sehen, dass wir noch einiges offen haben hier an Gegenden, die wir noch nicht besucht haben. Hier waren wir natürlich schon. Pferdekopfnebel hatten wir schon, die anderen beiden in der Nähe auch schon. Da sind dann noch Pharos und Würmeier markiert als die Hauptziele. Das kommt dann jetzt noch demnächst in der nächsten Aufnahme. Aber wir sehen schon, da sind noch einige andere Cluster und Systeme, die hier noch mit eingezeichnet sind. Die müssen wir alle noch besuchen. Wir haben ja erst 2 Stück, glaube ich, da besucht davon. Also hier Kepler Ransektor, Styx, Theta und Hawking Eta, Gemini Sigma, Hades Gamma, Voyager Cluster und Artemis Tau. Die haben wir alle noch nicht besucht. Nur die 2 in der Nähe vom Pferdekopfnebel. Da kommt noch einiges auf uns zu. Mal schauen, ob ich das wieder so ausführlich zusammenschneiden werde wie beim letzten Mal oder wirklich bloß, wenn irgendwelche Missionen kommen. Denn so wichtig ist es ja jetzt auch nicht für euch, wenn ich mal irgendwo einen Gegenstand finde oder sowas. Oder irgendwelche Rohstoffe vorkommen. Genau, und dann sehen wir uns so richtig wieder beim nächsten Mal, wenn wir nach Pharos gehen. Vielleicht werden wir aber auch vorher nochmal einen Abstecher zur Citadel machen, denn wir haben dort noch eine, mit der wir reden müssen für eine Mission. Vielleicht hat sich auch einiges anderes ergeben, was wir dort noch machen können. Bis dahin aber erstmal. Gut, ich weiß nicht, was ich hier machen will. Wahrscheinlich wollte ich nochmal die Leute aufwerten oder sowas. Keine Ahnung. Bis dahin aber erstmal hat sich das hier erledigt für diese Aufnahmesession. Ich bin ganz froh, dass ich es halbwegs vernünftig nachsynchronisieren konnte. Das ist wirklich nicht einfach, weil man immer diese Abstände gut abpassen muss. So, da überspeichere ich gerade den Speichern, den ich hätte gebrauchen können. Gut, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in einer neuen Aufnahmesession. Bis dahin, gehabt euch wohl und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.